Das Zentrum für klinische Fertigkeiten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover zeigt in diesem Video die Intrakutan-Naht. Es handelt sich dabei um eine fortlaufende Naht, das heißt, es wird mit einem Faden durchgehend genäht. Benötigt werden für diese Übung Nadel und Faden, ein Nadelhalter, eine Pinzette und eine Schere, ein Nahtpad und Handschuhe. Das verwendete Nahtpad simuliert die Haut. Man beginnt mit einer V-förmigen Umstechung. Genäht wird in der Haut direkt unter der Oberfläche. Um das Nahtpad zu schonen, wird anstatt einer chirurgischen Pinzette eine anatomische Pinzette verwendet. Der Fadenanfang wird mit dem chirurgischen Knoten geschlossen. Dabei ist die Anzahl der Knoten abhängig vom Fadentyp. Beim Festziehen der Knoten sollte die Zugrichtung in Verlaufsrichtung der Wunde sein, damit der Faden besser versenkt werden kann. Als Rechtshänder näht man von rechts nach links. Der Fadenanfang wird sehr kurz abgeschnitten, damit er innerhalb der Haut verbleibt. Im weiteren Verlauf der Naht wird die Nadel parallel zum Wundspalt geführt. Der Einstich auf der gegenüberliegenden Seite erfolgt ungefähr auf Höhe der vorherigen Ausstichstelle, sodass der Faden beim Wechsel zur anderen Seite leicht schräg zum Wundspalt verläuft. Der Fadenverlauf insgesamt ist damit schlangen- oder meanderförmig. Die Intrakutannaht wird über die Subkutannaht gelegt und verschließt die Haut. Die Intrakutannaht wird beispielsweise bei Wildtieren angewendet, damit keine Fäden gezogen werden müssen. Man verwendet resorbierbares Nahtmaterial. Die Intrakutannaht wird also alternativ zu Einzelheften, die als Hautverschluss dienen, verwendet. Für die Humanmedizin ist diese Naht aus kosmetischen Gründen interessant. Am Ende wird im Wundwinkel wieder eine V-förmige Umstechung vorgenommen. Der Faden wird nicht vollständig durchgezogen, eine Fadenschlaufe wird belassen, um damit den Abschlussknoten herstellen zu können. Auch hier ist darauf zu achten, dass beim Knoten die Zugrichtung in Verlaufsrichtung der Wunde liegt. Das Schlaufenende wird kurz abgeschnitten. Der Faden wird nun über den Knoten geschlagen und im Anschluss daran seitlich aus der Haut geführt und sehr kurz abgeschnitten. Damit kann der Knoten besser in der Haut versenkt werden.